Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 18. April 2023. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Training Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir gehen auf den Minutenchart und wir blicken einmal auf die erste Falle. Das könnte die 15.800er Marke sein und das bedeutet 15.807 Long oder bei 15.792 Short. Ich aktiviere die Falle, indem ich auf Einstieg andrücke. Was sind die Zielmarken? Also einmal haben wir den Daily Pivot berechnet vom Vortag. Ja, und dann kommen wir in Richtung 50 hier. Dann haben wir die erste Unterstützung bzw. Widerstandszone dort oben, 38er Retracement. Nach unten hin haben wir einmal diese Zone, 75, und dann haben wir auch hier die 50er Zone, so roundabout. Das sind die Strecken. Das heißt, ab dem zweiten Trade die oder die Strecke können wir anvisieren und wir sehen aktuell eine orangene Box. Wenn die sich blau verfärbt, werden wir die natürlich auch traden. Wo kommt die Vola-Box rein? Das heißt, wo kommen die grünen Boxen, die ja erst ab 9 Uhr erscheinen? Und die kommt rein bei 15.840. 15.840 kommt die erste Box rein und das heißt, wir sind hier ein bisschen höher. Guten Morgen Giuseppe, Peter, guten Morgen Lucien, guten Morgen Robert, guten Morgen Stefan, Jürgen, Helgard, Jörg, Alfons, Bert. 4 Sekunden, 3, 2, 1 und los geht's. 9 Uhr und wir sehen ganz links die erste grüne Box und die ist aktiv. Also, erster Trade, meine Damen und Herren, für unser Videotagebuch ist eine Vola-Box 15.825 Short. Die blaue Linie zeigt unser Gewinnziel an. Geht der Markt nach oben, ist hier die 83 jetzt mal als Zielmarke, weil die 50 ist zu dicht dran, da müssen wir rüber. Auch hier sind wir jetzt auf den Minuten und es ist ein etwas holpriger Start, würde ich sagen. Zweiter Trade und wir gehen jetzt auf angepasst. MTX als Indikation. Wir sehen, wir sind über den Daily Pivot. Wir wissen aber auch, dass der Daily Pivot an sich per se ja auch ein Patex, ich weiß gar nicht, ob noch Patex gibt, Klebestoff ist. Der Kurs fühlt sich da extrem wohl. Also hier findet eine Entscheidung statt. Entweder gehen wir in Richtung 15.877 oder wir gehen nach unten. Die dritte Variante wäre die ungünstigste. Nämlich wenn der Markt jetzt mit uns hier Ping-Pong spielt auf diesem Niveau, weil dann würden wir uns aufschaukeln für alle Gäste, die heute zum ersten Mal dabei sind. Aktuell wird jetzt in, wir blicken auf den linken Chart im DAX und wir haben die Falle platziert bei 15.840. zu 15.825, da kommt der Markt jetzt nicht mehr raus, ohne dass wir dabei sind. Also wir begleiten diesen DAX jetzt auf seine Reise. 180, 120 bis 180 Punkte ist die Tagesrange. Aktuell sind wir davon 40, 36 Punkte entfernt. Um 11 Uhr kommen Konjunkturzahlen raus. Und ich bin gespannt, in welche Richtung der Markt sich entscheidet. Für uns völlig egal, in welche. Hauptsache, er kommt so ein bisschen in Schwung.
Fahrplan ist klar definiert. So, dritter Tritt auf angepasst.
9.26 Uhr der vierte Trade ausgeführt. Kurs will sich noch nicht in unsere Richtung bewegen. So, fünfter Trade. Ist das jetzt die Entscheidung? Wir ziehen den Markt ein wenig runter. Ja, und alle Clubmitglieder wissen jetzt auch im fünften Trade für euch, denn die Entscheidung, haltet ihr die Position oder steigt ihr aus, falls der Markt nicht in eure Richtung will. So, MTX bekommen wir ein bisschen Rückenwind. Den packe ich jetzt mal an die Seite. Noch haben wir kein Signal. So, 1 Minute 08 und wir legen noch was drauf. Und zwar kommt MTX noch mit hinzu. In ein paar Sekunden. Morgen Carsten. So, 15 Sekunden noch. 12 Sekunden. Retracement passt soweit. Einstieg. So. Wenn der Kurs ein bisschen hoch geht, dann können wir die Position besser managen. Er muss ein bisschen zurückkommen. Ansonsten gehen wir ein Tickchen früher raus. So, zack. Jetzt kommen wir besser rein. Und los geht's. Jetzt sind wir exakt in dem Preis. Jetzt muss nur noch die Box angeschaltet werden.
Also MTX noch nicht reingekommen. Mal gucken, ob er noch zurückkommt. Wenn nicht, wir sind auf der linken Seite mit unserem Trade mit 0,06 aktuell im Gewinn. Big Number ist jetzt auch ausgeführt. Noch ist MTX nicht im Gewinn. Alle, die aussteigen möchten, wir sind jetzt mit 0,007 im Gewinn. Wir gehen so Richtung Big Number. Und MTX läuft auch. Herbert, das ist sehr schön, Marco. Und Ausstieg. So, wir haben den ersten Trade und auch das hier mal eine kleine Demonstration für unser Videotagebuch. Im fünften Trade mit der Volabox, der Ausbruch ist gekommen, alles nach Plan und wir haben ihn erstmal einer Big Number geschlossen mit einem Gewinnziel von 0, gucken mal, was wir gekriegt haben, 0,10 und wir sind jetzt long in einer in dem Big Number Trade im ersten Anlauf. Wir sehen es hier. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Teilnehmern hier auf YouTube. Wir machen im Live-Trading-Raum gleich weiter.